Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und unser Kaiser Adisone, der hat ein ganz schönes Problem, denn sein ältester Sohn, der eigentlich sein Erbe sein sollte, der stellt sich immer mehr als nicht geeignet dafür raus. Also nicht nur, dass er sein Königreich von Burgund an seinen Onkel verloren hat. Er ist aus dem Trunkenbold geworden und offenbar hat er an unserem Hof einige Leute ermordet. Zumindest ist so der Verdacht. Darum hässliche Geschichte. Und unser Kaiser möchte jetzt einen seiner anderen Söhne zum Herrscher machen. Da hatten wir jetzt zuerst mal die erwachsenen Söhne ins Visier genommen. Die Filippo, Fresco und Bartolomeo. Fresco hatten wir im Zuge dessen gerade erlaubt, mit unseren Mitteln das Königreich Andalusien zu erobern. Das hat auch ganz gut geglückt. Er nennt sich also jetzt König von Andalusien. Und während dieser Krieg stattgefunden hat, hatten die anderen Brüder, vor allem Prinz Fresco, reichlich Zeit, dem Vater ein bisschen Gift ins Ohr zu träufeln, was diesen ältesten Bruder angeht. Also den älteren, nicht den ältesten, da muss man ja kein Gift mehr einträufeln, aber was eben Filippo angeht, denn die haben ihn mal darauf hingewiesen, dass dessen Söhne, also unsere Enkel, nicht mehr dem gerardischen Glauben folgen. Weil sie beide einen anderen Herrscher geheiratet haben, ist der eine jetzt katholisch und der andere messalianisch geworden. Das geht natürlich schon mal gar nicht. So viel ist ja schon mal sicher. Also eine ganz üble Geschichte im Grunde. Da ist selbst unser Herrscher dann weniger geneigt, ihm das zu geben, zumal der jetzt ja auch ein großes Königreich schon hat. Also eigentlich könnte man jetzt auch sagen, dass einem so bescheidenen Menschen das vielleicht auch einfach ausreicht. Das wird er vielleicht ein bisschen anders sehen, aber er als König von Andalusien braucht sich mal nicht zu beschweren über sein Erbe sozusagen. Bleiben jetzt also noch Prinz Fresco und Prinz Bartolomeo übrig, die ja beide auch eine Ecke jünger sind als Filippo, ne, Filippo, Moment, wo sind wir? Filippo ist 41, Fresco ist schon 31, der nächste ist 25, also das ist natürlich auch ein Argument durchaus, dass ein Jüngerer auf den Thron kommt, jemand, der dann auch ein bisschen länger Herrscher ist, ne? Die sind beide hinterlistig, also beide so ein bisschen manipulativ, würde ich mal so sagen. Und gut, bei Fresco spricht ein bisschen dagegen, dass er homosexuell ist. Und dass es auch mit einem weiteren Nachwuchs jetzt schwierig werden könnte, denn seine Frau ist ja schon 46. Allerdings hat er auch schon einen Sohn, der eigentlich auch ganz brauchbar erscheint. Und dann haben wir natürlich Bartolomeo, der ebenfalls auch schon einen Sohn hat. Also insofern, ob das jetzt der eine oder andere ist, ist natürlich die Frage. Und es gibt natürlich auch noch eine weitere Sache, denn jetzt zieht sich ja diese ganze Geschichte, wer soll jetzt doch der Kaiser werden, schon über einige Jahre hinweg. Und ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile seine angebetete Gattin, Kaiserin Guigone, die ja 28 ist und ihm auch zwei Kinder geboren hat, dass die ihn jetzt auch versucht, ein bisschen zu beeinflussen, dass ihr Sohn auf den Thron kommt. Der ist zwar erst 6, aber in seinem Alter kann man jetzt natürlich durchaus schon vorstellen, ja, bemerken, dass er nicht nur unglaublich schön ist und robust, sondern dass er auch ziemlich clever ist. Sind das ja schon mal ein paar Eigenschaften, die natürlich sehr für ihn sprechen. Außerdem ist er einfach ein reizendes Kind. Also er weiß, wie man Leute um den Finger wickelt. Deswegen ist das vielleicht durchaus eine valide Möglichkeit, dass er der Herrscher wird. Man weiß es natürlich nicht, wie der sich charakterlich entwickelt, ne? Aber er wird ja jetzt von uns auch ausgebildet. Die Sache ist nur, wir können uns das natürlich jetzt nicht leisten, ewig lang zu warten, bis der mal seine Charaktereigenschaften dann zusammen hat, denn wir sind schon 67. Problem ist nur, unser Herrscher kann sich genauso wenig entscheiden wie ich im Grunde. Weil er sprunghaft ist, entscheidet er sich einfach ständig um. Also den einen Tag denkt er vielleicht, naja, Prinz Fresco, der ist schon, ne, also sehr fähiger Verwalter zum Beispiel. Und dann hat er ihn vielleicht wieder ein bisschen umgedreht sozusagen. Am nächsten Tag ist es wieder Bartolomeo, der sagt, aber ich war im Krieg. Ich wurde gefangen genommen, dafür kann ich ja nichts. Aber ich habe im Krieg mitgekämpft, ich habe das verdient. Oder eben seine Frau, die dann sagt, aber mein Sohn ist doch der Beste von allen.
Darum werde ich das den Würfel entscheiden lassen. Also er wird das dann irgendwann aus dem Bauch heraus entscheiden, würde ich so sagen. Deshalb würfeln wir. 1 und 2 wäre Prinz Fresco, 3 und 4 wäre Prinz Bartolomeo und Teodoro wäre dann die 5 und 6. Und ich würfle eine 4. Es wird Bartolomeo. Wo haben wir ihn? Hier. So, der ist 25 Jahre alt, das ist natürlich auch ein schönes Alter. Seine Frau ist übrigens auch schon wieder schwanger. Das ist ja eine der Prinzessinnen Sophie von Lothringen. Also er wird jetzt zum Erben bestimmt. Das kostet uns natürlich ordentlich Prestige. Aber damit ist er unser neuer Spielererbe. Also es sei denn, es passiert jetzt nochmal was anderes. Es ist alles unter Vorbehalten. Also solange unser jetziger Herrscher lebt, kann er sich natürlich jederzeit auch umentscheiden. Wenn jetzt irgendwas wäre mit diesem Bartolomeo, also irgend so eine Eigenschaft, die gar nicht geht, wie wir es ja bei unserem ersten schon erlebt haben, in dem Fall würde er sich vielleicht nochmal umschalten. Ja, umentscheiden, umschalten. Aber ja. Er bleibt jetzt erstmal dabei. Ein kleines sechsjähriges Kind ist für den Thron nicht geeignet, so sein Gedanke. Da gehen wir nicht hin zum Festmahl. Aber wir könnten vielleicht zur Feier des Ganzen mal ein Epos in Auftrag geben. Oh, zwei Frauen. Was ich brauche, ist eine klassische Erzählung über die Herrschaftlichkeit meiner Familie, ein Chronikwerk über die Ursprünge der Unruhringer-Dynastie. Und warum uns wahre Größe verheißen ist. Ich brauche nur jemanden, der weiß, wie man eine Geschichte erzählt. Wir hätten jetzt zur Auswahl Felicia, ist 45 Jahre alt, eine Nonne, erkenntnisreiche Denkerin, sehr gebildet. Oder wir können einfach die besten Schreiber versammeln, da weiß man nicht so richtig, was passiert. Oder wir nehmen unsere Dienerin Philippa, die aber wahrscheinlich nicht mal lesen kann. Ja, sie hat eine Null. Ich glaube, das ist nicht so ganz das Richtige. Wir werden natürlich die beste Erzählerin ever einstellen. Wir haben schließlich genug Geld. Ja, unser Ratsverwalter lädt uns nach Salzburg ein. Da gehen wir mal hin. Das ist ja ein wichtiger Mann. Wir freuen uns auf das Festmahl. Mein Familienepos schreitet offenbar gut voran. Manche Zeilen klingen bereits, als würde man sie noch in Jahrzehnten zitieren. Doch Felicia hat eine Menge Fragen zum Schwerpunkt der Erzählung. Ich könnte diese Frage einfacher beantworten, wenn sie zuerst alles niederschreiben würde. Dann könnte ich sie sagen, was mir missfällt, aber sie besteht darauf, dass sie auf der Stelle Antworten braucht. Ja, wie sind wir jetzt drauf, ne? Ich würde sagen, wir sind zufrieden. Wir werden eher eine Familienchronik schreiben wollen. Es geht nicht um uns, es geht um unsere Familie. So, in Mailand wurde unser Lustschloss fertiggestellt. Also endgültig. Das ist ein Winterpalast. Und dann werden wir jetzt mal eine altitalienische Mauer aufbauen. Dieser Fürst dort drüben füllt sich das krampfhaft umklammerte Glas nun schon das dritte Mal nach, seit sein Ehepartner mit am Tisch sitzt. Diese Beziehung steht kurz vor dem Scheitern. Dieser Fürst trägt dieselben Stiefel wie gestern, finanzielle Schwierigkeiten. Jeder hat etwas zu verbergen und einem geübten Auge verrät selbst die kleinste Einzelheit die gesamte Geschichte. Wie offen sie doch ihre Schande tragen. Haben wir wieder, sind sehr aufmerksam im Moment. Das ist gut. Vielleicht werden wir aber nicht ermordet. So, auch hier können wir eine Mauer aufbauen. Ah, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, wie gut, was gut ist im Leben, und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Adisone, mein Graf Lorenzo zu mir. Herzog Giulio und Baron Pio nicken zustimmend. Ach, wir sind eine berühmte Frohnatur, das hatte ich ganz übersehen. Ja. Also wir könnten noch ein bisschen häufiger feiern, glaube ich. Ich könnte ja hier mal den Haken reinmachen. So, dass er mich jedes Mal erinnert, wenn es wieder möglich ist. Ja, was für ein Festmahl. Großartig war das. Was Felicia ist nicht mehr. Felicia ist nicht mehr an meinem Hof. Das ist auch bescheuert. Warum ist denn die nicht an meinem Hof?
Ist die einfach wieder abgehauen, oder was? Ja, jetzt müssen unsere Schreiber das fertig machen. Das ist natürlich nicht so schön. Hatte ich mir jetzt schon ein bisschen schöner vorgestellt. Gut, Festmahl in Genua. Sophie hat ein Kind zur Welt gebracht, nämlich Domenico. Ja. Auch stattlich und schlau. Unser Festmahl hat auch begonnen. Wir haben ja gerade eins begonnen. Wo auch wirklich wieder alles, was Rang und Namen hat, anwesend ist. Herzog Berengar von Nordgau ist offenbar ein toller Gast. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Er ist genauso sprunghaft wie wir. Das haben wir vor allem gemeinsam. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass König Filippo, unser Sohn, und Graf Nitrabor von Cortusia, was ganz woanders ist, möglichst weit getrennt voneinander saßen. Doch das reichte nicht und jetzt gehen sie mitten in einem Festmahl aufeinander los. Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. Ich würde sagen, wir werden in dem Fall natürlich Nitrabor rauswerfen, weil unser Sohn, den werden wir natürlich verteidigen, das ist ja klar. Ne? Das ist ja völlig klar. Man hat sich bei meinem Familienepos einige Freiheiten herausgenommen, was die Kriegsführung und die Schlachten anbelangt. Dies sorgt natürlich für Dramatik, doch ich mache mir Sorgen, dass mein Cousin entrüstet sein könnte, als er bei einer ganz bestimmten Szene die Stirn in Furchen legt. Ich bin fast erleichtert, als er mir endlich seine Meinung dazu sagt. Ein Haufen Unfug, aber dieser Teil über ein treues Ross hat mich auf eine Idee gebracht. Ja, man sollte die Inspiration nutzen, wo immer man sie findet, würde ich sagen. Warum nicht? Versprochen ist versprochen. Ungeachtet jeder Etikette schlägt mir mein Vasall Herzog Adam auf den Rücken. Nein, wirklich, ruft er. Ich tue alles, worum ihr mich bittet. Wirklich alles. Aha, okay. Sagt es einfach und es soll geschehen. Sein Atem stinkt nach Alkohol, aber jeder anwesende Gast hat das Versprechen mitbekommen. Da erhalten wir ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach so, mir fällt natürlich gerade ein, unser Sohnemann hier, der ist ja 6 Jahre alt, wir müssen mal seinen Fokus auswählen. Diplomatieausbildung hat er jetzt gewählt. Ich würfle ja immer zwischen den Sachen, wo sie begabt sind. Also Diplomatie oder Ränkespiel. Wobei in diesem Fall Diplomatie 1 bis 3 und Ränkespiel 4 bis 6 wäre. Ja. 5 wähle ich. Also wird es jetzt die Intrige. Unser intriganter Sohn. Mal sehen. Sonst noch irgendwas, was wir hier tun müssen? Können wir irgendwelche Titel schaffen oder so? Königreich von Afrika, Epirus und Navarra können wir schaffen. Okay, Navarra ist nicht so interessant für uns, denn wenn man sich das hier mal so anschaut, der Herzog von Barcelona, der hat sich hier wahnsinnig ausgebreitet. Der hat 4 Herzogtümer mittlerweile. Hat sich hier ganz ordentlich lang gefressen. Im Moment ist er im Krieg mit wem eigentlich? Mit dem hier unten. Ah. Der wollte nämlich auch das Königreich Andalusien. Aber bei ihm wird es, wir haben jetzt vor der Nase weggeschnappt sozusagen und jetzt wird er hier unten Sevilla dann einnehmen. Das ist also durchaus ein mächtiger Mann, da muss man ein bisschen ein Auge drauf haben, dass das nicht irgendwann zu viel wird. Aber was soll man machen, ne? Ja, das Festmahl war ein Erfolg. Das freut uns doch sehr. So, dann haben wir das, was, mein Rivale ist tot, gut. Epirus könnten wir erstellen. Da haben wir aber eigentlich auch nur... Aber Salzburg ist ja auch gigantisch. Der hat hier auch, auch was, ne? Also man könnte Epirus erstellen. Das wären er und er.
Familienepos. Ehrlichkeit und Wahrnehmung. Mein Ratskanzler König Berengui las gerade die bisherigen Teile meines Familienepos. Viel davon klingt nicht sonderlich glaubwürdig, wie etwa der Teil über ein treues Ross. Na, dieses treue Ross mal wieder, ne? Meint er zu mir. Andererseits, wer kann schon sagen, wie die Vergangenheit wirklich aussah? Wenn dir sie ohnehin schon ausschmückt, warum dann nicht so hübsch, wie es geht? Ja, schließlich ist es wichtig, dass wir eine gute Geschichte erzählen, das meine ich aber auch. Ja, würde ich jetzt Epirus herstellen? Ich meine, ein großer Teil davon gehört irgendwie zu Salzburg. Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Ich meine, das sind beides Unruhringer Dynastie. Das ist auch nicht so weit von unserer Linie entfernt, zum Teil. Das Künstlers Rast. Einige meiner Schreiber wurden dabei ertappt, wie sie sich von ihrer Arbeit an meinem Familienopus davonstehlen wollten. Zum Glück hat eine Wache sie vor dem Tor erkannt. Diese Arbeit laugt uns aus, erklären sie mir. Tag und Nacht, mein gnädiger Fürst, wir brauchen dringend ein paar Tage Ruhe. Ich würde sagen, wir werden ihnen diesen kleinen Urlaub zugestehen. Das ist schon in Ordnung. Wir sind schließlich mal nicht so, ne? Gut, Königreich Epirus stelle ich her. Und ich würde tatsächlich das erstmal nicht weitergeben. So. Mein Vasall Herzog Bernabo hat sich ein luxuriöses Festmahl auftischen lassen. Frische Wachtel, Mandeleier, kandierte Feigen und fremdländische Liköre. Die übermäßige Völlerei dieses Festmahls wirft einen dunklen Schatten auf die Legitimität dieses Herzogs. Naja, da halten wir mal die Klappe zu, ne? Okay. Ich meine, wir können das jetzt schon erstmal behalten. Im Moment haben wir ja keinen Bedarf. So, und was war das jetzt noch? Ich kann doch noch irgendein Königreich herstellen, oder? Afrika. Gut. Stopp. Ein hervorragendes Epos. Meine Schreiber haben mein Familienepos abgeschlossen und welch glorreiches Chronikwerk sie doch geschaffen haben. Das Werk hat Dramatik, moralische Zwickmühlen und spannende Duelle. Alles, was meine Familie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Sogar der Teil um ein treues Ross, der so weit hergeholt schien, ist zu einem ergreifenden Augenblick im Schicksal meines Hauses geworden. Das könnte das größte Chronikwerk sein, das je verfasst wurde. Ein geplantes, exzellentes Familienepos bringt uns ein wenig Bekanntheit, erfreulicherweise. Okay, also das Königreich Afrika könnten wir herstellen. Da haben wir ja auch schon sehr viele Teile, ne? Warum nicht? Nennen wir uns jetzt halt auch noch König von Afrika. So. Das ist immer sinnvoll, weil die dann unsere direkten Vasallen sind. Ne? Deswegen, das war so ein bisschen der Hintergedanke. Dann müssen sie uns nämlich etwas mehr zahlen. Was jetzt nicht unbedingt das größte Ding ist, weil wir haben wirklich genug Geld. Aber Schaden tut's ja auch nicht. So. Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen hoch. Festmahl in Treviso? Nein. Da gehen wir nicht hin. Wir haben noch mehr extra Steuern bekommen. Wir könnten vielleicht unseren Kindern jeweils ein Geschenk machen. Einfach weil wir es können. Um sie... Naja, auch unser missratener Sohn hier bekommt noch mal ein Geschenk. Der ist auch ein Trunkenbold. Das scheint irgendwie, sobald die König werden oder Herrscher, ne? Wer ist das? Nee, der ist nicht mächtig. Ja. Habe ich ihm jetzt schon ein Geschenk gemacht oder nicht? Ich glaube schon, oder? Ja, genau, den hatte ich ja schon. Oh, die Alkoholiker hier. Der hier bekommt auch noch mal ein bisschen Geld. Vielleicht kann er mal ein paar Klamotten für seine Frau kaufen. Ja, zu unserem Sohn gehen wir erst fest mal. Dem könnten wir bei der Gelegenheit auch gleich was schenken. Ach nee, habe ich schon. Bei den ganzen Kindern, da kommt man aber auch durcheinander.
Ja, wir freuen uns auf das Festmahl. Gut, unserem kleinen Kind müssen wir vielleicht noch keine großen Summen schenken. Mein Sohn Prinz Ugolino ist da und unser Wiedersehen ist mir eine Freude. Einmal mehr essen, trinken und singen wir gemeinsam, als wäre seit unserem letzten Abschied keine Zeit vergangen. Ach, ist das ein netter Mensch. Er trägt es uns nicht mehr nach, dass er nicht mehr der Haupterbe ist, aber ich meine, er ist auch zufrieden. Vielleicht liegt's auch daran, ne? Wir hätten ihn in einer Scheune speisen können und es wäre für mich dennoch eines der besten Feste aller Zeiten gewesen. Okay, wir haben einen Vorzug verfügbar. Finstere Erkenntnisse. Ich würde sagen, die sind jetzt schrecklich. Der Schreckenszuwachs wird etwas erhöht. Ja. Alle finden es super, dass ich da bin. Was ist hier passiert? Der ist tot. Galizien. Während Gericht auf Gericht folgt, liegt mir mein Sohn Fresco ständig in den Ohren. Immer geht es nur um Segnungen in der Familie. Und so kamen wir auch diesem Schlamassel bei. Langweile ich euch auch ganz sicher nicht? Ja, bitte sprecht weiter, würde ich sagen. Segnung der Familie, das ist unser Ding. Und wir gehen nach Hause. So. Ja. Wir haben noch zwei erwachsene Söhne, die im Grunde keinen Titel bisher haben. Naja. Ein Religionskrieg um das Herzogtum Schonen von Gräfin Agathe von Kolberg. Achso, die ist mit unserem Enkel verheiratet. Ja gut. Dann machen wir mit. Was? Mein Neffe wurde in der Schlacht erschlagen? Wo kommt er denn her? Okay. Mein Höfling Philippa soll eine Affäre haben. Eieieiei. Ab hinter Ginter und dann können wir sie eigentlich auch direkt wieder freikaufen lassen. Ach, geht gar nicht. Warum? Unsere Schwiegertochter hat wieder einen Sohn zur Welt gebracht. Okay. Ein schwaches Druckmittel darf es aber eigentlich durchaus gehen. Da habe ich nichts gegen. So, und was ist das jetzt für ein Krieg? Worum geht's? Also wir kämpfen gegen diese paar Grafschaften. Achso, die hat nicht so viele Männer, ne? Ist die Frage, würden wir da jetzt groß mitmachen? Ich glaube, sie will das hier haben, ne? Also ich würde sagen, wir beobachten die ganze Sache jetzt erstmal ein bisschen. Schauen mal, wie sie sich schlägt. Ja, ich meine, sie hat nur uns als Verbündeten. Das ist übrigens die Frau, weshalb unser einer Enkel zum Katholizismus übergetreten ist. Oh nein, unsere Schwester ist tot. Aha. Unser Sohn Ugolino? Was, spinnt der völlig? Seine Frau ist gestorben, ja? Und zwar vor 2 Monaten ungefähr, na anderthalb, erlag ihren Verletzungen. Wahrscheinlich hat sie sich selber hier zu sehr verletzt. Und dann heiratet er eine Frau, die an der Pest erkrankt ist. Also, unser Sohn wird eigentlich immer dümmer, habe ich den Eindruck. Und jetzt die Pest wütet in unserem Land, ja? Weil du eine Pestkranke, ach, die hat sich... Die ist wieder gesund. Das ist ja ein Ding. Wollte ich mich schon beschweren, aber nein. Sie schafft es. Eine junge 21-Jährige. Die Tochter des ehemaligen Kleinkönigs von Island. Na gut. Königin Jasmin von Thessaloniki. War auch etwas untreu. Dann können wir sie vielleicht auch freikaufen lassen. 200 Gold, perfekt. So, ich glaube, in der Lombardei haben wir noch was auszubauen. Hier. Ein letztes bisschen und ich glaube, das ist das allerletzte. Mehr habe ich, glaube ich, nicht mehr. Okay, die nächsten, die irgendeine Affäre haben.
Okay, na gut. Dann werden wir mal diese Folge beenden und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Bis dann, macht's gut, eure Miri.